Ja, nächste Folge von Modern Koi Home Entertainment. Erstmal hallo. Und heute ist großer Tag, zweite Messung von unserem großen Futterversuch, den wir am Laufen haben. Die, wo von Anfang an Modern Koi Home Entertainment mitverfolgt haben, die wissen, wir haben hier 60 Karashi-Koi in der Aufzucht, im Futtertest. Und das war wie folgt. Wir haben ursprünglich unser Number One, unser nach wie vor bestes Futter. Das haben wir weiterentwickelt in ein neues Number One. Und da das so sensationell funktioniert hat, haben wir gesagt, von diesem neuen Number One, von der Basis des neuen Number Ones, machen wir drei Klone und verändern jeweils einen Stoff. Stoff A, Stoff B, Stoff C. Weil wir den Verdacht haben, dass man das neue Number One noch weiter verbessern kann. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie das geht oder was wir tun können, an welchem Stellrädchen wir noch drehen können, dann dürfen wir immer nur einen Stoff weiter verändern und müssen den dann testen. Und nur die Veränderung, die wir dann sehen am Wasser, am Fischgewicht, am Längenwachstum, können wir dann sagen, welchen Einfluss hat es. Und wir haben diesen Versuch vor 4 Wochen gestartet. Und auch wenn wir im ersten Durchgang aufgrund der unterschiedlichen Genetik der Koi kein Ergebnis, was Wachstum und Gewichtszunahme angeht, bekommen haben, haben wir doch gesehen, dass der Klon, also neues Number One, und der Klon davon, dass der Klon unfassbar viel Phosphat produziert und dass das neue Number One eigentlich fast gar kein Phosphat mehr produziert. Das spricht zum einen für das neue Number One und spricht natürlich gegen den Klon. Ja? Und das heißt, wir wissen jetzt, an welchem Stellrädchen wir drehen können, um die Phosphatwerte bei Ihnen im Teich deutlich zu reduzieren. Da wir aber dennoch wissen wollten, wie ist dieser Stoff, den wir verändert haben, welchen Einfluss hat er auf Wachstum und Gewichtszunahme, haben wir jetzt einen zweiten Durchgang gemacht für 2 Wochen. Das ist jetzt noch nicht unter wissenschaftlichen Bedingungen. Der Versuch ist auch absolut nicht lang genug. Aber er lässt uns auf jeden Fall mal so ein bisschen hinter den Vorhang blicken, ob es Sinn macht, den weiter zu verfolgen, dass man jetzt wirklich schaut, wenn man die Koi jetzt weiter groß zieht, gibt es da einen Unterschied, ja oder nein? Das werden wir sehen. Ganz wichtig für Sie zu wissen, wir haben diesen Versuch aufgebaut unter den Bedingungen maximalen Wachstums. Ja? Und wenn Sie letzt im Home Entertainment Blog die einen Wachstumskurven gesehen haben von den ebenfalls 15 Tosai, die wir dann auf so 50 cm groß gezogen haben, dann haben Sie gesehen, dass das Number One und das neue Number One in etwa gleich performt haben in dem Moment, wo wir das Maximale gefüttert haben. Also die Kurven sind absolut parallel gelaufen, sowohl beim Wachstum als auch bei der Gewichtszunahme. Erst in dem Moment, wo wir vom maximalen Wachstum, von der maximalen Zufütterung weggegangen sind, hat man dann plötzlich gesehen, dass das neue Number One besser performt als das alte. Also dass dann die Koi, wenn nicht mehr so viel Energie zur Verfügung stand, nicht mehr so viel Nährstoffe zur Verfügung standen, dass die mehr daraus gemacht haben. So, und das kann natürlich auch hier einen Einfluss haben. Wir sind jetzt am Maximum, wir werden sehen, gibt es einen Unterschied oder gibt es keinen Unterschied. Und danach werden wir uns weiter Gedanken machen müssen. Und ich kann Ihnen auch eins sagen, wenn wir jetzt heute sehen sollten, dass den Stoff, den wir verändert haben, der zwar auf der einen Seite viel Phosphat produziert, ja, dass er aber auf der anderen Seite ein besseres Längenwachstum und eine bessere Gewichtszunahme gibt, dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen, was ist nachher die richtige Rezeptur. Und ich kann Ihnen heute eins schon sagen, wenn ich alle für Sie, für die Koi, für uns relevanten Punkte anschauen, was ein Futter können muss. Es wird, zumindest gehe ich davon aus, es sind so viele unterschiedliche Variablen, so gehe ich heute davon aus, dass es nie das eine Futter geben wird, wo in allen Punkten perfekt performt. Welche Punkte sind das? Wir haben Wachstum, wir haben Volumenzunahme, wir haben natürlich Gesundheit als ein ganz großer Punkt, der Konditionsfaktor. Wir haben Ammoniumausscheidung. Wir haben die Art, also wie viel Ammonium ausgeschieden wird. Wir haben die Art, wie es ausgeschieden wird im Tagesverlauf. Kommt es peakmäßig oder kommt es nur sehr langsam? Wir haben Kotausscheidung, wichtiger Punkt. Wir haben Phosphat als ein wichtiger Punkt. Wir haben Nitrat als ein wichtiger Punkt. Wir haben die Gelbfärbung des Wassers als ein wichtiger Punkt. Und die Trübung des Wassers, das ist natürlich, jetzt darf man nicht verwechseln, Kotausscheidung und Wassertrübung sind zweierlei Stiefel. Die Kotausscheidung, das ist, nenn es mal ganz salopp, das ist der Makroschiss, ja? Makroschit, das sind die großen Würste, die noch relativ einfach zu filtern sind.
Und dann haben wir natürlich das, was das Wasser trübt. Das ist das, wo Sie vielleicht manchmal sehen, dass Ihre Koi nur noch so eine Staubwolke hinten raushauen. Und das ist für mich in meiner Definition der Mikroshit. Das habe ich jetzt aber nirgends gelesen. Das ist also wirklich das, wie ich es nenne. Und auch das, sowohl das eine als auch das andere, spielt eine Rolle. Und Sie sehen, ich habe jetzt 7, 8, 9 Punkte aufgezählt. Und es wird zumindest in naher Zukunft nicht möglich sein, ein Futter zu produzieren, was wirklich über die gesamte Range 100 Punkte hat. Und von daher sind wir weiter am Forschen, am Machen, am Ausprobieren, um zu sehen, dass wir Ihnen nachher Futter anbieten können, wo wir Ihnen genau sagen, das hat die Vorteile, das hat die Vorteile, das hat die Vorteile, um dann selber für sich zu entscheiden, welche Performance vom Futter ist für Sie entscheidend. So, ich lasse Sie bei den ersten Karaschi ein bisschen zugucken, dass Sie sehen, wie die sich entwickelt haben. Wir fangen mit einem Becken an, wo der Klon vom neuen Number One, also da, wo viel Phosphat im Wasser ist, und ja, sind herzlich eingeladen. So, dann starten wir mal. Und die Größe, wenn ich dich frage, das ist dann die Spalte, nicht die vordere, ja? So. Also, dann setzen wir mal den ersten Koi rüber. Hier, toller Karaschi. Tolle Größe. 41 cm. Hat die Chipnummer 3032. Und der kurz vorm Schlafen ist. Mal gleich der nächste holen. Ja. Der hier sieht auch sensationell aus. Wird auch ein Riesenbiest. Und dann 40. Machen wir erstmal den. Der nächste hat dann 3200. Der hat wirklich eine sehr geile Körperform. Beide, die sind wie eineiige Zwillinge, nur in der Farbe unterschiedlich. Echt cool. Also, der nächste hat 40 dann. So, Gewicht vom ersten. 1240. Und vom zweiten 1188. Nächsten zwei. Er hat ein bisschen Ibani entwickelt. Ist nicht so hübsch, hat aber einen schönen Körper, ist auch ein bisschen zu kurz in Summe. Der hört auf die Chip-ID 3267. Hat 41. Der hier ist geil. Mega. Wow. Also der ist Mörder hier. Richtig gut. So, der erste wiegt 1414 Gramm. Und der zweite, wie viel sind die jeweils gewachsen? Bei dem hier? 43. Der war 42. Geile Körperform und hat nur 1 cm gemacht. Wie viel haben die anderen gemacht gerade? Der war bei 39 cm, die anderen 2 bei 38. Nee, wie viele Zentimeter sie größer geworden sind? 2 cm. 3? Ja, 2. So, hier haben wir 1490 Gramm. Jetzt haben wir 2 kleinere, schwächere. Der hat erst 37 und der 36.
3263. Hat 37. Da sieht man gleich, die ganze Körperstruktur ist komplett anders. Auch bei ihm hier. Wie viel hatte der vorher? 36. Und jetzt 37. Und hat da nur 1 cm gemacht. Was mich wundert, ist, dass der Überflieger nur einen gemacht hat. Merkwürdig. So, auf die Waage. 1100 Gramm. Der nächste hat die ID 3040. Wie viel hatte der? Und jetzt hat er 36. $852. So, die nächsten zwei. Er könnte ein Shortbody werden. Stimmt Länge zu Höhe nicht. Er hat einen guten Körper. Deutz. War sogar sehr gut. So. 3191. Ja. Wie viel hatte der vorher? Jetzt 38. Oder kurz warten. Ein bisschen higher machen. Also er hat 2 cm gemacht. Wobei ich Konishi schon manchmal gesehen habe, dass er Decoy trotzdem groß zieht. Der andere ist der Deutz, der hat die Nummer 3194. Ja. Wie viel hatte der vorher? Nochmal. Ha? Sag die Nummer noch. 3194. Oder? Ja. Wie viel hatte der? Hatte 37 und hat jetzt 38. Ja. So, der erste, den ich dir gesagt hatte gerade, der wiegt 1170. Und der zweite 1080. So, die nächsten zwei. Er hat so dieses, er ist so eine, keine Ahnung, ist kein Schwarz, ist ein Grau. Wenn sie das haben sie in der Regel von Kindheit an, das bleibt dann auch. Es kann sein, dass sowas entsteht, wenn sie sich scheuern, schlagen, springen, dann verschwindet es wieder, aber die Art, das ist dann eher von Kindheit an. Er hat wieder einen tollen Körper, sehr schön, auch sehr lang, sehr harmonisch. Den sieht man auch gleich, 39 hat er. Er hier hat 38. Drei, zwei, zwei, fünf. Der hatte 38. Wie viel hat er vorher? Also hat 1 cm gemacht und wiegt heute 11,56. Drei, zwei, sechs, vier. Dem können wir 40 geben. Das ist jetzt genau so ein Punkt zwischen den Dingen. Hat 40? Hatte 38. 38 hat also 2 cm gemacht. So. Also 2 cm in 2 Wochen ist top. Und er wiegt 1055.
nächsten zwei. Er hat eine coole Körperform, eine schöne Färbung. Der gefällt mir. Er hier auch. Das ist so das Solide in der Mitte. Das sind die Koi, die am Schluss meistens am besten performen. Keine Überflüger, keine Überflieger, keine Underdogs. Einfach das Solide aus der Mitte. Und jetzt gucken wir mal, was das Solide kann aus der Mitte. Sehen auch echt sehr ähnlich aus. 3063. Hat 1 cm gemacht. Und er wiegt jetzt 1050. Drei, vier, acht, eins. Hat 36, hat 2 cm gemacht. So, das Gewicht. Mal kurz ein bisschen mehr schlafen. Und dann mache ich mal alleine weiter. Wird dann auch langweilig irgendwann für Sie. 1014. Und nachher schalte ich Sie nochmal zu. Das war jetzt der Klon vom neuen Number One. Und das, was beim Number One rausgekommen ist, das zeigen wir Ihnen nachher. Ja, auch in Folge 38 haben wir wieder 3 Kundenteiche, die wir uns anschauen wollen. Der erste ist grasgrün. Das kannst du im Hintergrund laufen lassen. Hinter mir, während ich vorlese. Filter sehen wir auch nur ganz kurz angerissen. Aber ich lasse es jetzt loslaufen, Richie. Mich interessiert, was das mit dem grünen Teich auf sich hat. Guten Tag, Herr Kammerer. Wir haben jetzt seit einer Woche ein Problem am Teich, wie man im Video hoffentlich auch sehen kann. Oh ja, das sieht man, lieber Justin. Vielleicht ist das ein Problem, das interessant genug ist, um es in Modern Koi Home Entertainment mal zu besprechen. Vor einer Woche ist unser Wasser durch Algen plötzlich komplett grün geworden. Das ist uns in all den Jahren noch nie in einem solchen Ausmaß passiert und wir fragen uns, wie das jetzt auf einmal sein kann und wie man das wieder in den Griff bekommt. Filter und Pflanzen im Teich, seit Jahren gleich zum Teich, 40.000 Liter naturnah mit einem Koi-Bestand von 23 Fischen, die Mehrheit unter 75 cm, Umweltgeschwindigkeit ungefähr einmal alle 2 Stunden, KH6, PH8, Nitrat, Nitrit, Nitrat und Ammonium nur in sehr kleinen Mengen im Wasser, zum Filter 5 Kammern, Tonnen A 500 Liter, 2 mechanische Filter und 3 biologische Filterungskammern. PS, ich finde, was man mit dem Modern Koi Blog macht, super und schaue ihn regelmäßig. Danke für die ganzen Informationen, die Sie weitergeben. Mit freundlichen Grüßen, Justin. Justin, du hast deinen Filter sehr schön beschrieben. Du hast aber in keiner Weise, Richie, ich starte jetzt das Video nochmal von null. Du hast in keiner Weise erwähnt, dass da irgendwo eine UV-Lampe drauf ist und das ist eine Algenblüte. Und wenn die Bedingungen für die Algenblüte optimal sind, sprich sie hat genügend Nährstoffe, sie hat Sonne, sie hat ein bisschen CO2, was sie braucht, so einen reichlich gedeckten Tisch, dann kann das wirklich innerhalb weniger Tage passieren. Und ich habe an einem meiner Teiche vergessen, die UV-Lampe im Herbst wieder einzuschalten, an meinem 20.000 Liter Teich. Und da ist was Ähnliches passiert, nur habe ich bei einer Sichttiefe von, also 2 Meter sind meine Teiche tief, und bei einer Sichttiefe von 1,20 habe ich dann interveniert, habe die UV-Lampe wieder eingeschaltet und dann hat man gesehen, Tag für Tag, oh, da oben ist eine UV-Lampe drauf. Auf dem Filter habe ich gerade gesehen. Und der Teich ist relativ groß. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Watt die hat. Das sind Softglas, da ist die UV-Leistung, also die Anschlussleistung, wenn die jetzt 55 Watt hätte, dann ist die UV-Leistung wahrscheinlich nur 20-30% davon. Vielleicht hast du sie schon lange nicht mehr getauscht oder die Anströmung passt nicht. Also mit UV-Licht ist es auch nicht so einfach anschließen und irgendwas durchfließen lassen und irgendeine Lampe nehmen. Das funktioniert natürlich nicht. Da muss die Stärke zur Durchflussleistung und das zusammen zur Teichgröße passen. Nur dann kannst du sicher gehen, dass nachhaltig dein Teich klar bleibt. Und vor allem ganz wichtig, bei den Röhren musst du einmal im Jahr einen Röhrentausch vornehmen. Das hast du wahrscheinlich nicht gemacht. Zumindest einer dieser 3 Parameter wird nicht passen.
Trotzdem, vielen Dank, Justin. Jetzt haben die Leute mal gesehen, was passiert, wenn man seine UV-Lampe nicht regelmäßig reinigt. Reinigen kann auch noch ein Problem sein, dass das Quarzglas verdreckt ist. Also es gibt Möglichkeiten noch und nöcher, die dazu führen können. So, der nächste Teich, den wir Ihnen heute vorstellen möchten, kommt von Erik. Erik hat auch einen etwas längeren Brief geschrieben. Hallo Martin, mein Name ist Erik und ich komme aus der Nähe von Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Heute möchte ich meinen Teich vorstellen, welcher 2010 gebaut wurde. Nach einigen Problemen mit Filter und Wasser recherchierte ich und ließ viel. Deshalb baute ich 2012 zum ersten Mal um. Nachdem ich durch einen Bekannten auf Modern Koi aufmerksam geworden bin, folgte 2016 ein weiterer Umbau von gepumptem Filter auf Schwerkraft. Der alte Teich mit 20.000 Liter wurde auf 30.000 Liter vergrößert. Er hat nun 3 Ebenen und von 60 cm Flachwasserzone über 1,10 bis auf 1,75 Tiefe. Der neue Teich wurde mit Schalbettungsstein gemauert, bekam dann eine 40er Isolierung aus Styrodur, wurde armiert mit 5 mm Vlies ausgelegt, mit einer 2 mm PVC-Folie fehlerfaltenfrei ausgekleidet. Des Weiteren wurden statt 2 Bodenabläufen nun 4 Bodenabläufe und ein Skimmer installiert. Alle Rohrleitungen wurden von KG-Rohr auf 110 mm P-Rohr geändert. Der alte 4-Kammer-Filter aus Regenfässern, 500 Liter, wurde durch einen 3 Meter langen, 1 Meter tiefen und 1 Meter breiten Edelstahlbecken ausgetauscht. Dieser Filter lief mit Bürsten und Filtermatten verschiedener Größen. Da der Reinigungsaufwand jedoch sehr hoch war, entschied ich mich 2018 auf einen reinen Bürstenfilter umzubauen. Im Filter befinden sich 14 Reihen, A14 Bürsten mit 10 cm Durchmesser. Im Zuge der Umbaumaßnahmen baute ich auch noch einen Rieselfilter und mit einem Fassungsvermögen von 2500 Liter, der mit 2200 Liter 36 Helix befüllt wurde. Im Teich befinden sich zurzeit 17 Koi mit einer Größe von 45 bis 85. Unter ihnen ist auch ein Deutz Ojibwa aus dem Hause Konishi. Meine Technik besteht aus 2 Oase Titanium 30.000 Liter, eine Red Label 13.000 Liter, eine 80er Halblow, eine UVC 75 Watt, eine Tauch UVC 90 Watt bei Bedarf, eine 45 cm Belüfterring von Genesis, 3 Meter Belüfterschlauch. Ja, im Winter wird der Teich mit 16 mm Doppelsteckplatten abgedeckt, aber nicht beheizt. Jedoch hatte ich diesen Winter aufgrund der milden Temperaturen darauf verzichten. Das Reinigen des Filters findet in der Winterzeit alle 4 Wochen, im Sommer wöchentlich 10% Wasserwechsel statt. Ich würde mich freuen, wenn auch mein Teich in deinen Modern Koi Entertainment Videos zu sehen wäre. Vielleicht sieht man sich mal an meinem Teich. Bis dahin weiter so. Grüße, Erik. So, jetzt schauen wir uns dein Video an. Ausführlich hast du es ja beschrieben. Direkt an die Terrasse angebaut, von einem schönen Ahorn müsste das sein, zum Teil überwachsen, das werden die Koi lieben, den Schatten. Du hast Riesenfische, muss ich dir wirklich sagen, richtig brutal, wow, von allen Varietäten. Große Showa, große Yamabuki, große Kikusui. Ja, das sieht vernünftig auch aus, Wasser sieht sehr schön aus, hat einen tollen Glanz, also da gibt es gar nichts. Vor allem sind auch deine Koi, passen von der Größe sehr gut zueinander. Ein Koi ist rausgesprungen, hast du gesehen? Schön angelegt, komplizierte Form, viele Stufen, ist natürlich von der Strömung her etwas schwieriger, aber du scheinst es im Griff zu haben, zumindest momentan. Sieht alles sehr klar aus, sehr gut. Und da muss man wirklich sagen, wenn man eine komplizierte Teichform hat, muss man davon ausgehen, dass der Teich etwas drüber ist im Vergleich zu Teichen, die eine sehr einfache Form haben, wo der Schmutz einfach sehr einfach zum... Erklärst du uns gerade was? Nee, du machst gerade deine Filterkammer auf und dein Hund guckt zu. Palettenbänke. Ah, so, das sind nämlich die Edelstahlbecken jetzt mit Bürstenfilter. Und 2 Minuten, Carina, dann bin ich soweit. Man will etwas von mir. Und auch die Bürsten auf verschiedene Höhen. Sehr schick gemacht, ordentlich gemacht, sauber gemacht. Und so ein Bürstenfilter, der hat Power. Du hast, glaube ich, geschrieben, Meter breit, Meter tief. Also da kannst du schon
einen ordentlichen Teich dranhängen und den klar halten. Danach noch ein bisschen Biologie wäre gut. Man sieht wirklich, das Wasser hat einen schönen Glanz. Es ist sehr organisch. Hier die Steuerung von deinem Titanium. Das ist die Pumpe schlechthin momentan. Davon sind sie alle begeistert. Das war die kleine, da gibt es ja noch eine große. Zugschieber, die Fütterkammer auch schön isoliert. Je mehr man isoliert, desto weniger Heizung braucht man. Das ist, hört sich jetzt blöd an. Das ist jetzt natürlich keine neue Weisheit, aber die Leute isolieren häufig ihre Teiche bis zum geht nicht mehr und der Filter, da geht dann die Wärme gerade so einfach weg. Das Skimmer läuft auch schön. Man sieht auch hinten, wie die Blasen schön stehen bleiben auf dem Wasser, also das auch nochmal zu dem organischen Wasser. Jetzt zeigst du uns hier noch deinen Biofilter. Genau. Da kommt das Wasser an. Und hier hast du deine zwei Titanium und auch aus Edelstahl eine schöne Verteilerplatte gebaut, sodass du gleich den Querschnitt von oben an richtig gleichmäßig anströmst. Das ist natürlich der Idealfall. Auch hier wieder super isoliert, deine Filterabdeckung. So macht man das. Also handwerklich tolle Arbeit, gefällt mir sehr gut. Auch der Teich, das Wasser gefällt mir gut, deine Fische gefallen mir gut. Alles klasse und deine Bänke sind auch cool, deine zwei Hunde sind cool. Was sind das? Labradors. Da gibt es Arbeitslinie und Sportlinie. Ihr seht aus wie die Arbeiter und nicht so schlanke Sportler. Weil wir haben einen schlanken Sportler im Büro. So. Ja, und Teich 3 im heutigen Blog kommt von Manuel. Und Manuel schreibt, hallo Martin, klasse Idee, die du da hast. Ich habe meinen Teich 2017 selbst gebaut. Er hat 38.000 Liter, einen Bodenablauf und ein Skimmer. Das ist ein bisschen wenig. Ich komme mit zwei D110 Rohr in die Filterkammer, aber dann habe ich die Rohre zusammengeführt auf in DN65. Welchen Sinn das macht, musst du uns noch erklären. Betrieben wird der Teich mit einer Genesis Bluestream 18.000, geht dann in einen Evo 500 Fließfilter. Da ist auch die Evo Blue Light 90 Watt und High Blow 40 im Teich mit Strömungsplatte und im Filter eine 20 Liter Luftpumpe. Biologie sind es zwei IBC-Behälter, einmal 800 Liter und einmal mit Bürsten. Im Moment sind 14 Fische mit 70 cm im Teich, auch drei Konishi Karashi von einem Outlet aus dem letzten Jahr. Ich freue mich auf die Darstellung und die Meinung, die du von meinem Teich hast. Auf einen Besuch würde ich mich auch freuen, wenn du mal Lust hast im schönen Oberfranken. Wenn du mal Lust hast und im schönen Oberfranken bist. Liebe Grüße und bleib gesund. So, liebe Grüße zurück. Wir schauen uns das Video an. Dann sehen wir erstmal das Vorschaltgerät von der Genesis UV-Lampe. Wir sehen die High Blow. Du hast eine gute Videoqualität, schön groß. Eieiei, da ist ein bisschen schmutzig, wa? So, dann haben wir hier einen Mülleimer. Das ist wahrscheinlich deine Hebeanlage. Hier haben wir deinen Papierfilter. Die UV-Lampe brennt bzw. leuchtet. Hier hast du dein Helix. Das ist das, was die 18.000er durchschafft. Dein Helix ist auch ordentlich besiedelt und könnte noch belüftet werden. Dann hast du hier noch ein IBC mit ein paar Filterbürsten. Und dann geht das Ganze zurück zum Teich. Mit WPC-Platten, wie es aussieht. Das Wasser ist so klar, wie man das kennt von Papierfilterteichen. Und mit dem Steg da rausgebaut ist cool. Scheint freitragend zu sein. Und du wirst wahrscheinlich das Problem haben, wenn du Algen bekommst oder so, dass die 18.000er Bluestream relativ zügig zusetzt, weil das Laufrad nicht dafür ausgelegt ist, gröbere Schmutzpartikel zu befördern. Da hättest du auf die Green Stream Serie setzen müssen. Sagen Sie das Wort mal, Green Stream Serie. Setzen müssen, weil da das schmutztolerante Laufrad drin ist und die kann man direkt an die Bodenabläufe anschließen, aber wenn du jetzt ein Skimmer, einen Bodenablauf hast und dann
38.000 Liter Teich und eine 18.000er. Das, was wir da gerade gesehen haben, das ist maximal 10.000 Liter, die du da umwälzt. Also wenn du irgendwann mal im Sommer oder wenn du mehr Fische drin hast, du hast jetzt natürlich noch keinen wirklich großen Besatz, wenn du mal mehr Fische drin hast und du merkst, der Teich wird trüb und packt es nicht mehr, dass du dann von der Blue Stream auf eine Green Stream gehst und dann im Prinzip die 200er Bodenabläufe dort ansaugen lässt, oder der 100er Bodenablauf und das Kimmer, und dann entsprechend mehr durch deinen Filter bekommst, wobei dein Filter natürlich, der 500er ist, glaube ich, auf 20.000 Liter in der Stunde begrenzt. Viel mehr bekommt man da nicht durch. Dein Wasser sieht extrem sauber aus, wenn ich es mit dem vorangegangenen Teich, das ist toll, der Unterschied. Wir hatten vorher ein sehr organisch weiches Wasser und hier haben wir ein sehr klares, kaltes Wasser. Also das wäre mir als Koi jetzt etwas zu sauber, hört sich jetzt blöd an, aber glauben Sie mir, die Farben sind in diesen organischen Wässern, sind die langfristig schöner, stabiler. Da ist einer der Karashi-Koi, mit einem brutalen Rücken. Da hinten ist noch einer. Ja. Ansonsten sieht es gut aus, einzig dein Strömungsprinzip oder vielmehr dein Wasserumsatz, deine Wasseraustauschrate zwischen Teich und Filter ist ein bisschen zu gering. Aber du scheinst gerade richtig Schmutz zu haben, weil dein Wasserrad läuft ja permanent fortwährend. Da ist dein Papier an einem Tag durch. Warum das gerade so ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, aber das sollte irgendwann wieder stoppen. Also! Auch dir vielen, vielen Dank. Schöner Teich, tolle Anlage und mach's gut, lieber Manuel. So, wir sind am letzten Becken und reingefühlt, als ich die gerade gefangen habe, sage ich, sind das die geilsten von allen. Hier haben wir einen absoluten Ausnahme-Karashi. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie spannend es nachher für mich ist, an meinen Excel zu sitzen und auszuwerten, dass die 3039, gibt es das? Ja. 41. Also das ist wirklich ein Hammer. Richtig cool. Ja, mach ich noch, der schläft noch nicht. Kommt alles. Auch der hier, geil. Der hat hier auch so ganz leicht dunkel, wie so ein Schatten. Der wird wahrscheinlich auch bleiben. Aber das bleibt abzuwarten. Den hier wiegen wir jetzt gleich. 1250. So, der nächste. 3199. 39. Hatte er. 41. Auch tolles Ding. Der nächste mit einem Mega-Body. Richtig gut. Sind hier alle auf 41 gewachsen. Drei, vier, neun, null, gibt's das? Wie viel hatte der? Auch 2 Zentimeter gemacht, sehr gut. Den ersten, der hat jetzt 1062 Gramm.
Der zweite 1230. So, hier auch schöner Body. Kopf ein bisschen kleiner, aber trotzdem schön hoch. Schöner Höcker. Tolle Färbung. Drei, zwei, zwei, zwei. Hat 39. 3 cm gemacht. Sehr cool. Der hat 1054. Auch hübsch aus. Also er hat jetzt vorne ist der außer dunkel, aber das ist das typisch angeschlagene. Und das verschwindet wieder. 3, 2, 2, 3. Hat jetzt zwischen 39 und 40, 40. Auch stark. Richtig stark sogar. So. Tausendundsiebzig. Der Zeichen, der hat auch mindestens 2 cm gemacht. 3221. Hatte wie viel? Also 3 cm. Drei, zwei, zwei, sechs. Hatte wie viel? Hat 39. Zwölfhundertachtzehn der erste. So. Auch schöner Körper, aber nicht so brachial wie manche andere vorher. Den 39er, den müssen wir noch wiegen. 1080. Drei, zwei, sechs, neun. 38. 1102. So, ich glaube, Sie haben viele gesehen. Wir machen mal etwas schneller weiter. Das war jetzt gerade ein Kunststück. So, auch heute wieder die Vorstellung eines Koi, wieder einer. Heute dreijährig, wieder einer, der im Naturteich Hongou war, dem Premium-Teich. Und für mich war der Sanke von Anfang an, Sie sehen hier mit 38 cm als Tosai, war einer der Highlights. Und es ist völlig verrückt, ich kenne die Mutter. Die Mutter hat mal, glaube ich, Second Grand Champion auf der Hiroshima Nogyo-Sai gewonnen.
Und die hatte so eine ganz charakteristische Körperform. Und wenn Sie jetzt den Kleinen mal anschauen, der hat auch ein bisschen spitzen Kopf und dann hat er so einen leicht bauchigen Körper. Und gemeinhin sagt man, dass das vielleicht nicht die Koi sind, die riesengroß werden. Aber man muss bei Koi immer unterstellen, dass das Thema von unfassbar vielen Ausnahmen geprägt ist und so auch in dieser Blutlinie. Denn sowohl er scheint nicht klein zu bleiben, als auch seine Mutter ist mit dieser Körperform auf brutale Größe von 85, 90 Zentimeter gewachsen. Heute wird sie wahrscheinlich deutlich über 90 haben. Besonders an dem Kleinen, klar, tolle, starke rote Zeichnung. Nicht so langweilig Kohaku-like, wo dann ein bisschen so schwarz dahin geklatscht ist, sondern ein geiles Maruden. Dann, was ich Ihnen letztens gesagt habe, dieses Katasumi, dieses Schulterschwarz. Wo, und jetzt verstehen Sie vielleicht, warum das für einen Ausdruck von einem Sanke so wichtig ist. Ein großes Schulterschwarz, dann wieder ein rotes Zeichnungselement, dann kurz vor der Rückenflosse wieder ein kräftig durchsetzungsfähiges Schwarz. Dann entlang der Rückenflosse wenig Schwarz, aber eine gute rote Zeichnung. Und dann wieder ein eleganter Schwanzansatz. Ja? Auch wieder mit schwarz-weißen roten Zeichnungselementen. Also die Zeichnung ist perfekt. Also die ist richtig, richtig, richtig geil. Man könnte jetzt sagen, gut, aber das Verhältnis schwarz ist vorne ein bisschen zu viel, hinten ein bisschen zu wenig. Vergessen Sie es, die Zeichnung ist richtig gut. Und vor allem, es ist alles ausschließlich Tsubo-Sumi. Schwarz auf weißer Haut. So, das Rot ist perfekt, das Schwarz ist perfekt. Das ist so ein richtiges Blauschwarz. Also den Koi habe ich gemocht vom ersten Tag an. Und wie er zweijährig aus dem Naturteich Tadeishi zurückgekommen ist, sehen wir aus dem nächsten Bild. Und vielleicht machst du beide Bilder mal nebeneinander. Und dann sehen Sie sicherlich die einzig negative Veränderung, die er durchlebt hat, die hin und wieder bei Sanke passiert. Er hat einseitig schwarz in den Brustflossen gekriegt. Er hat es als Tosai schon ein bisschen, aber jetzt entwickelt sich diese Tejima. Bei Showa heißt es Modoguru, das Schwarz in den Brustflossen. Bei Sanke sind es Tejima, diese Streifen. Entweder ganz wenig und gleichmäßig auf beiden Seiten oder weiß. Aber weiße Flossen sind eigentlich beim Sanke die beliebteren. Diesen kleinen Makel sei ihm verziehen. Wenn wir uns anschauen, das Schwarz hat sich genial weiterentwickelt. Sowohl das Katasumi als auch das nächste große Schwarz. Das ist insgesamt tiefer geworden, hat sich geschlossen. Auch im hinteren Bereich ist mehr Schwarz dazugekommen. Ein bisschen, also die Zeichnung ist nach wie vor ein echter Traum. Jetzt könnte man sagen, gut, diese kleine schwarze Sprengler, die braucht es nicht, braucht es vielleicht auch nicht, aber wirklich störend sind sie nicht. Das ist ein Sanke mit einem unglaublich starken Ausdruck. Die Körperform hat er genauso vom Tosai zum Nisai transportiert. Leicht bauchig und auch diesen spitzen Kopf. Der Kopf ist nicht schlecht, aber genau so wirklich sah seine Mutter aus. Genau diese Körperform. Und wie er mit 62 cm dann schlussendlich aus dem Naturteich Hongou zurückkam, das sehen wir dann auf dem nächsten Video und dann können wir uns auch vielleicht ein besseres Bild über die Körperform machen. Und Sie sehen immer noch diesen leicht spitzen Kopf und immer noch diesen leicht bauchigen Körper. Aber gucken Sie sich dieses Schwarz an, wie sich das in allen Bereichen weiterentwickelt hat. Das ist einfach sensationell. Hinten haben wir ein bisschen, mal das letzte Bild stehen lassen, eine bisschen negative Veränderung. Gerade am Schwanzansatz ist es ein bisschen schmutzig, weil da Schwarz als Kasane-Sumi aufs Rot hinzukam. Das hat er mal auf dem Nisai noch nicht. Und jetzt muss er nach vorne sein Schwarz komplett schließen, dass da nicht mehr diese weißen Punkte drin sind. Muss weiter wachsen auf 80, 85 cm und dann ist das eine Wucht. Allerdings auch in den Brustflossen ist das Schwarz ein bisschen mehr geworden. Auch in der Schwanzflosse, wenn du das letzte Bild stehen lässt, sieht man auch, dass Schwarz hinzugekommen ist. Das sind negative Veränderungen. Das wollen wir so nicht, haben es jetzt aber. Aber trotzdem ein traumhafter Sanke, den ich einfach gerne habe. Und jetzt schauen wir uns noch einmal das 17-Sekunden-Video an. Rot ist perfekt, Schwarz ist perfekt. Gucken Sie mal. Also bis zum Beginn der Rückenflosse ist der Sanke wirklich perfekt, wenn man die rechte Brustflosse wegschneidet. Das machen wir aber nicht. Sieht ja auch blöd aus. So, bin gespannt, wie in den nächsten Jahren die Entwicklung dieses Sanke fortschreiten wird. So. Ja, nach einigen Tagen der Ikeage von männlichen Elterntiere haben wir heute weibliche. Auch wieder Miyamoto Star. Das sind die Männlein und Weiblein quasi, du startest das Video jetzt, das sind die Männlein und Weiblein quasi nur durch eine Stufe getrennt. Und wir sehen die Jungs wieder, wie sie ihr Netz zusammenziehen. Und ich werde da heute vielleicht längere Schweigeminuten einlegen. Man kann die Bilder auch einfach mal auf sich wirken lassen, wenn mir irgendwas einfällt, was sinnig ist, dann werde ich
da natürlich mich nicht zurückhalten. Nachher werden wir aber ganz viel Koi sehen, das kann ich Ihnen versprechen. Ritschi, du springst jetzt zur Minute, wo mal was passiert. 7:31. So, das Netz ist zusammengezogen. Und da sind sie, die Vererber, die hoffentlich in diesem Jahr eine gute Kondition haben und einen guten Dienst in der Zucht von Konishikoi erweisen werden. Ich bin mal gespannt, wann es losgeht. Normal immer 1.-2. Maiwoche ist Startschuss. Dann sind die Weibchen bereit. Dann sind die Tageslichtstunden passen dann. Die Wassertemperaturen passen. Und wenn man dann noch Männlein, Weiblein zusammenbringt und Laichsubstrat, dann gibt es eine explosive Mischung. Sprich, die Tiere fangen dann an zu laichen. So, wir springen zum zweiten Video. Da sind wir nicht mehr im Naturteich, da sind wir schon im Glashaus. Geht 1:43, Glashaus F, hier kommen die Weibchen rein, die Becken sind frisch desinfiziert. Und hier haben wir einen Kanoko Nanashi, Träumchen. Als nächstes einen Was haben wir denn? Ui, einen Beniki Kokuryu. Vielleicht der größte, den Japan momentan hat. Der müsste über 90 cm sein, wäre das eine Meterwanne. Schauen Sie an, wenn der sich ausstrecken würde. Schauen Sie den Metallicfarben, die weiße Haut, den metallicfarbenen Glanz. Der Koi ist mit Sicherheit schon 15, 20 Jahre alt. Den kenne ich fast vom ersten Tag an, wo ich bei Konishi war. Da war er schon groß. Also keine Ahnung, wie groß der tatsächlich ist. Aber klein, das sehen Sie, ist er nicht. Auf gar keinen Fall. Da kann nur Koi in Gelb. Ist auch schön. Sehr beliebte Varietät. Dann haben wir einen Deutz Yamabuki. Ja. Und wo geht's weiter? Nächste Sequenz. Ein Kuchaku. Jetzt geht's los. Kuchaku und Ochiba. Ochiba schläft schon ein bisschen. Das ist genau die Qualität, die Makoto züchten mag. Den Fisch kenne ich auch noch. Die ersten 2-3 Jahre war er in der normalen Aufzucht. Und dann kommt ein Ginrin Kohaku hinzu. Der hat sich ein bisschen wehgetan an der Seite. Und hier ist der Beniki Kokuryu. Und in der letzten Sequenz sehen wir die Koi dann im Becken schwimmen. Und da sieht man jetzt auch die Größe. Ja, das weiß ich noch. Der Ochiba war in Kyonotsu zweijährig. Wahnsinnsqualität. Auch der andere Geschwister von ihm. So sehen weibliche Elterntiere auf der Konishi Koi Farm aus. Sehen Sie auch mal, mit was wir züchten. Welcher Koi jetzt tatsächlich zum Einsatz kommt. Ich weiß, der Goshki war letztes Jahr auf jeden Fall einer der Vererber. Und Kuchaku auch. Und viele der Tiere über 15, über 20 Jahre alt. Und deshalb vielleicht auch hier und da nicht mehr optisch attraktiv. Aber bloß weil oben die Verpackung zerrissen ist, heißt nicht, dass das Geschenk innen nicht schön ist. Und genau so müssen Sie sich das vorstellen.
wenn die Genetik passt, kann man Jahre mit diesem Koi arbeiten. Ich kenne welche, die züchten auch noch mit 30 Jahren Elterntiere. So, Richie schneidet das wieder, wie immer, zu einem schönen Home-Entertainment-Blog zusammen. Vielen Dank und morgen geht's weiter.